Also ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich das damals gar nicht glauben wollte, als tatsächlich die Mauer fiel und die deutsche Einheit bevorstand. Also ich war damals ein junger Kerl von 35 Jahren und habe einfach nur Freude empfunden, dass endlich diese Sanktionen für uns an den Grenzen aufhörten, dass man da nicht mehr gefilzt wurde und dass auch die Brüder und Schwestern von drüben zu uns kommen konnten. Mit dem Tag der deutschen Einheit verbinde ich vor allen Dingen, dass wir damals mit 3 oder 4 Freunden in einem uralten VW-Bus die Transitstrecke nach Berlin gefahren sind, um sie dann, die wir dann auf dem Rückweg zum allerersten Mal als gesamtdeutsche Autobahn zu fahren. Ich kann mich erst an den 8. und 9. November erinnern. Da war ich mich in Ost-Berlin in Pankow bei Freunden. Die Mauer fiel, aber wir haben es nicht mitbekommen, weil wir haben kein Fernsehen geguckt. Und erst morgens, als im Hausflur Getolper war, weil ja, da kamen die Leute mit Westobst und Biergläsern aus Westberliner Kneipen wieder. Da wussten wir, es war irgendwas passiert. Ich habe selber keine Erinnerung. Ich war jetzt knapp 2 Jahre alt. Aber 3. Oktober, DDR, Wiedervereinigung, da denke ich an meinen alten Kinderreiseausweis. Da ist nämlich noch ein Transitstempel bei einer Durchreise mit drin, nämlich nach West-Berlin, da haben wir Verwandte gehabt. Ich war unterwegs zu meinem damaligen Freund und sobald ich dort angekommen bin, haben wir uns beide vor den Fernseher gesetzt und haben dann mit Tränen in den Augen dieses Erlebnis verfolgt. Ich habe in den 25 Jahren danach nie wieder so lange vorm Fernsehen gehangen wie in diesen Tagen. Es war einfach faszinierend, ich war begeistert, es war unglaublich schön. Mit der Wiedervereinigung verbinde ich einen wunderschönen Anruf. Ich hatte Nachtdienst im Krankenhaus, eine Freundin rief an und sagte, die Mauer ist weg. Ich habe mich natürlich tierisch gefreut, die Nacht war dann allerdings gelaufen, weil ich auf einer kardiologischen Station gearbeitet habe. Die Patienten sollten sich nicht aufregen, taten das natürlich alle in dieser Nacht. Und so hatte ich dann doch reichlich zu tun und kam dann, neben dem, dass ich mich sehr gefreut habe, dann wirklich nicht mehr zur Ruhe. Ja, ich kann mich noch sehr gut an den 3. Oktober erinnern. Ich habe am 1. Oktober Geburtstag und wir hatten in meiner Heimat dann eine große Diskothek quasi gemietet und vom 2. auf den 3. reingefeiert und dann noch Marius Müller-Westernhagen, dieses Lied Freiheit, Sie kennen das Lied, das war natürlich phänomenal, das erleben zu dürfen. Also der Prozess der Vereinigung ist natürlich in Fernsehbildern ganz präsent, wenn man selber noch Schüler ist und dann diese unglaublichen Umbrüche erlebt. In der Folgezeit danach habe ich viele Besuche in den neuen Bundesländern gehabt, gerade auch im Rahmen meiner Jugendarbeit viel Aufbau, Hilfe und wechselseitigen Austausch mitgestaltet. Das war eine unglaublich faszinierende und spannende Zeit. Also meine Erinnerungen, die gehen zurück in das Jahr 63, als die Mauer gebaut wurde. Da war ich 12 Jahre alt. Da war bei uns in der Familie und auch in der Schule ganz große Angst, dass wieder der Krieg ausbricht. Das hat sich auch bis 1989 irgendwie gehalten. Und dann, als die Mauer dann gefallen ist, war ein Gefühl der Befreiung irgendwie. Das war so die große Erinnerung. Ich war damals 20 Jahre alt und für mich war das etwas ganz Besonderes, was mich sehr gerührt hat, weil wir auch Familie und Freunde hatten, die in der DDR inhaftiert gewesen waren aus politischen Gründen. Und die Überwindung einer Diktatur, der Fall der Mauer und die deutsche Einheit, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ja, in meinem Alter war es natürlich schwierig, die Wiedervereinigung politisch zu realisieren. Aber was man mitbekommen hat, ist, dass es etwas ganz Großes passiert ist, weil Eltern aufgeregt waren, in der Schule viel los war und man das so aus den Nachrichten mitbekommen hat. Später konnte man erst richtig realisieren, was das für ein Riesenereignis gewesen ist. Ich war damals in der Schule, gehörte dem Geschichte-Leistungskurs an und wir haben damals Geschichte live erlebt. Und das war so beeindruckend, auch wie wir es geschafft haben, gemeinsam friedlich dafür zu sorgen, dass die Mauer fiel. Hans-Dietrich Genscher mit seinem unermüdlichen Einsatz, auch sein Auftritt in Prag, das hat mich so begeistert und gerade auch den Freiheitsgedanken in mir so aktiviert, dass ich zu den Freien Demokraten gegangen bin. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Kurz vor der deutschen Einheit habe ich meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr beendet. Und es war ein sehr emotionaler und bewegender Moment. Wir sollten immer wieder daran denken, was für ein historischer Glücksfall die deutsche Einheit ist. Und das sollten wir auch in unseren politischen Entscheidungen immer wieder einbeziehen. Hochemotional, ein lang gehegter Traum ist in Erfüllung gegangen. Und Genscher und Kohl haben den Zipfel der Geschichte ergriffen. Das war toll, Unmögliches ist wahr geworden. Und ich lerne daraus, man soll in jedem Fall auch Unmögliches durchdenken. Leider ist Fantasie etwas, was sich manche Menschen gar nicht vorstellen können. Aber das ist bei uns, bei der FDP, völlig anders.
Ich habe den Tag der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes als einen Tag der großen persönlichen Freude und Genugtuung erlebt. Ich bin in die Politik gegangen als ganz junger Mensch, weil ich an die Wiedervereinigung in Freiheit geglaubt habe. Und als ich das miterleben durfte, war das eine ganz, ganz fantastische Sache. Dass wir Deutschen das erleben konnten, erinnert uns daran, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist, sondern immer wieder erkämpft werden muss. Gerade aktuell bei den großen Herausforderungen, etwa durch den islamistischen Terrorismus. Ich erinnere mich, ich war allein, saß vor dem Fernseher und sah fassungslos die Bilder, wie die Menschen die Mauer stürmten, und war dermaßen ergriffen, dass ich mit den Menschen vor Freude weinte. Und dabei dachte ich an meinen ehemaligen Klassenlehrer aus der 10. Klasse, der damals im Geschichtsunterricht zu uns sagte: Die Wiedervereinigung, den Fall der Mauer, den werden wir wohl nie erleben. Er hat ihn noch erlebt und ich glaube, er hat genauso vor Freude damals geweint wie ich. Bis heute beeindruckt mich, wie damals die Menschen in der DDR mit friedlichen Mitteln ein totalitäres System zum Umsturz gebracht haben. Sie sind für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz auf die Straße gegangen. Ich bin Jahrgang 1979, deshalb habe ich vor allen Dingen Kindheitserinnerungen an unsere Verwandtschaft aus der ehemaligen DDR, die nicht so frei entscheiden konnten, wann sie uns besuchen und bei denen auch die Jüngeren nicht zu Familienfesten kommen konnten. Das war nach dem 3. Oktober 1990 dann anders. Dann war auch die Familie wieder vereint mit großer Freiheit. Und daran, glaube ich, sollte unser Land sich erinnern, dass Menschen die Mauer von innen umgeworfen haben, um wieder frei und ohne Grenzen in unserem Land zu leben. Mein Resümee ist eigentlich: Keine Mauer hält ewig, auch dicke und lange Mauern nicht. Ja, ich würde sagen, nichts ist unmöglich. Also ich glaube, die wichtigste Lehre ist, dass man eben tatsächlich auch mit gewaltfreiem Widerstand Ergebnisse erzielen kann. Man kann die Lehre daraus ziehen, dass es sich lohnt, für Freiheit einzutreten, auf die Straße zu gehen und zu kämpfen. Wer einmal in den letzten Jahren in Hohenschönhausen war, in diesem Käfig durch den Zaun nach oben in den Himmel geschaut hat, mit Betroffenen geredet hat, die dort jahrelang ja politisch dann einkaserniert waren, der weiß, was Freiheit dann bedeutet. Also an der Wiedervereinigung Deutschlands sollten sich andere Länder auch heute noch ein großes Beispiel nehmen. Also für mich ist ganz klar, wenn es gelungen ist, damals die Teilung Europas, die Teilung Deutschlands zu überwinden, dass es auch heute möglich ist, nicht aufzulösende Konflikte doch irgendwie zu lösen, Brücken zueinander zu bauen und Menschen zueinander zu bringen in Frieden. Das ist meine Hoffnung. Dass man endlich aufhören sollte, in Ossis und Wessis zu denken. Früher waren die Ossis die Ostfriesen und das sollen sie wieder werden. In der ehemaligen DDR haben Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen. Sie haben sich nicht länger von Parteibonzen und einem sozialistischen Staat diktieren lassen wollen, wie sie ihr Leben zu führen haben. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer ist der Ruf nach mehr Freiheit in Deutschland leider stiller geworden. Und zu oft wird dann doch nach mehr Staat und mehr Gleichheit gerufen. Vielleicht ist der 25. Jahrestag eine Mahnung an uns, die zentrale Bedeutung des Werts der Freiheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.